Herzlich willkommen bei WH Self Invest. Mein Name ist Marc Kiewitz. Ich begrüße alle ganz herzlich, die sich hier eingeschaltet haben, heute zu unserem Futures Webinar und zum Thema exklusive Vorteile des Futures Handels, vor allem bei WH Self Invest. Und Gastredner im zweiten Teil unserer Veranstaltung, so um etwa halb, kurz nach halb, wird Vincenzo Sinna sein von der Eurex direkt, der Ihnen ja das neueste oder die neueste Produktreihe der Eurex vorstellen wird am heutigen Tage, die am Montag losgelaufen ist, am Montag, den 19., also vor 4 Tagen, gab es dann 3 neue Mikros. Dazu erzählt er Ihnen gleich noch was ganz persönlich aus erster Hand. Möchte ich auch wenig vorgreifen. Wir kommen in unserem ersten Teil jetzt zum, ja, sagen wir, zum ABC, zum Einmaleins des Futures-Handels, dass Sie ein bisschen da eingeführt werden in die Thematik und überhaupt wissen, worum es hier geht, vor allen Dingen vielleicht auch in Abgrenzung zum CFD und Aktienhandel, den Sie alle kennen und vielleicht sogar selber schon machen. Sie werden also ein bisschen das 1:1 des Futures-Handels begreifen lernen heute. Sie werden verstehen, warum Tickdaten im Futurehandel unerlässlich sind und warum man ansonsten wirklich auf der Pannenspur fährt und nicht auf der Überholspur, wenn man zum Beispiel mit Snapshots arbeitet, wie es viele andere machen. Ja, und Sie bekommen parallel noch die passende Plattform ein bisschen erklärt. Ich zeige Ihnen natürlich den Nanotrader, unsere Top-Plattform, unser Flaggschiff, und zeige Ihnen, wo Sie die Futures finden, wie Sie sie erstmal starten und wie Sie sich auch handeln. Dazu kommen wir gleich im Einzelnen. So, ich darf Sie bitten, wenn Sie möchten, dürfen Sie das Ganze für sich persönlich aufnehmen. Sie bekommen aber auch hinterher auf Wunsch Folien von mir oder von Vincenzo. Bitte schreiben Sie mich dazu an. Zweite Bitte, wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie wie immer interaktiv teilnehmen. Sie dürfen diese im laufenden Webinar stellen. Dazu gehen Sie auf das Fragezeichen, tippen Ihre Frage ein. Ihre Mikrofone sind aufgrund der Ordnung halber stumm gestellt, dürfen Sie nicht nutzen. Also bitte, wenn Sie Fragen haben, eintippen. Ich greife die dann nach und nach auf. Und letzte Bitte, haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass wir nicht alle Fragen dran nehmen können und vor allen Dingen Fragen, die am Thema vorbeigehen. Also bitte konzentrieren Sie sich mit Ihren Fragen auf das Thema, vielleicht auf etwas, was Sie nicht verstanden haben, was nicht klar wurde. Alle anderen Fragen, die am Thema vorbeigehen, zur Plattform direkt oder irgendwie mit unserem Angebot zusammenhängen, die können wir gerne hinterher per E-Mail, Chat oder Telefon klären. So, wir legen direkt los. Und Sie sehen hier auch schon so ein paar unserer Awards der letzten, die wir so bekommen haben. Unter anderem sind wir, wie wir rechts sehen, bei der Brokerwahl jetzt im 6. Jahr in Folge als Futures Broker des Jahres hervorgegangen. Ja, also nicht, das kommt nicht von ungefähr, dass Sie, wenn Sie in Deutschland mit Tickdaten-Futures handeln wollen, eigentlich an uns überhaupt nicht mehr vorbeikommen. So, ganz kurzer Hinweis zum Risiko. Den muss ich Ihnen in bestimmte Zeit kurz einblenden. Den Risikohinweis in gesamter Länge erfahren Sie wie immer auf unserer Webseite. So, was sind eigentlich, und damit wollen wir jetzt mal loslegen, was sind denn überhaupt Futures, was sind die Haupteigenschaften von Futures? Ich habe das mal genannt, Futures lesen und verstehen lernen, und werde Ihnen das jetzt mal in ein paar Punkten ausführen. Die Bullet Points können Sie jetzt gerade mal schon mal so ein bisschen überfliegen. Ich lasse das bewusst auch immer direkt komplett stehen. Ich weiß, dass die Leute sonst immer nur warten, bis der nächste Satz kommt und eigentlich überhaupt nicht mehr zuhören. Deswegen lasse ich Sie mal kurz mit den Bullet Points, ich will nicht sagen allein, aber schauen Sie mal drüber, die schon mal so ein bisschen was davon verstehen. Und ich gehe jetzt zu den Einzelnen natürlich noch ein bisschen detaillierter ein. Also Futures sind Termingeschäfte. Termingeschäfte, weil immer zu einem bestimmten Termin, es wird ein Preis gehandelt, der zu einem bestimmten Termin eben fällig wird. Es sind Warengeschäfte, Termingeschäfte, es kommt ursprünglich eigentlich aus den USA vor ein paar hundert Jahren. Dort wurden eben Futures erfunden als Instrument, sagen wir mal, Absicherungsgeschäfte zu betreiben, ne? Damit die Bauern oder die Händler ihre Ernten absichern konnten gegen Preisverfall zum Beispiel, wegen widriger Konditionen, schlechter Ernten, Wetter oder anderen, oder eben auch gegen Preissteigerung etc. Deswegen wurden Termingeschäfte erfunden. Das Ganze hat sich natürlich irgendwann im Laufe der Jahrhunderte ausgedehnt auf Währungen dann auch und last but not least auch auf Marktindizes.
Und es gibt ja auch Futures bereits auf Aktien und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge, was man mit dem Produkt Future verbindet. Es gibt aber Kriterien und Haupteigenschaften, die eigentlich alle gleich haben. Und darauf gehen wir jetzt mal ein. Die Haupteigenschaften von Futures sind, dass alle nach demselben Prinzipien funktionieren. Das muss man wissen. Und das ist eine Haupteigenschaft, mitunter die leichteste zu verstehende. Das heißt also, wenn Sie wissen, wie ein Future prinzipiell konstruiert ist, wie er funktioniert, wenn Sie wissen, es ist etwas, was abläuft zu einem bestimmten Zeitpunkt und wenn das abgelaufen ist, dann gibt es das gleiche Instrument mit einem neuen Verfallstermin zum Beispiel und so läuft das immer weiter. Wenn Sie diese Prinzipien begreifen, ne, auch dass die zentral an Börsen gehandelt werden und nur einmal an einem Ort etc. und alle auf denselben Preis zugreifen, diese ganzen Kriterien, die ein Future eigentlich ausmachen, wenn Sie das für ein Future verstanden haben, haben Sie es eigentlich für alle verstanden. Ne? Ja, so wie wenn Sie wissen, wie ein Auto funktioniert. Ein Auto hat ein Lenkrad, hat zwei Achsen, hat vier Räder und entweder eine manuelle oder eine Automatikgangschaltung. Ja, und Motor wird mit Öl betrieben und es fährt mit Benzin oder Diesel, mittlerweile auch elektrisch. Aber wenn Sie so das Grundprinzip verstanden haben, wissen Sie eigentlich, wie alle Futures funktionieren. Ja, in Amerika laufen die meist monatlich aus und da gibt es also 12 Verfallstermine im Jahr und in Deutschland, auch an der Eurex ist das mit 4 Verfallsterminen ein bisschen breiter gehandelt. Da laufen die alle 3 Monate zum Beispiel aus. Ne? Also das Prinzip, dass eigentlich alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren, sollten Sie verstanden haben. Und wenn Sie es einmal begreifen, wissen Sie, wie alle Futures funktionieren. Alle sind börsennotiert. Und zentralisiert. Das ist auch wichtig, denn es gibt keine OTC-Futures, die irgendwo, sagen wir mal, over the counter gehandelt werden, wie andere Derivate, wie ein CFD zum Beispiel, was wir auch anbieten. Ja, das sind zum Beispiel OTC-Produkte, CFDs. Futures sind definitiv börsennotiert. DAX, Micro DAX, Mini DAX, Mini SMI, Micro und so weiter. All diese Produkte, Euro Stoxx, Bund Future, wenn wir jetzt mal bei Eurex bleiben, notieren nur an der Eurex. Ja, es gibt kein DAX bei einer CME zum Beispiel, auch kein Mini. Ja, und wenn Ihnen einer weiß machen will, Sie können bei uns ein Micro DAX handeln, wenn irgendein amerikanischer Broker kommt und meint, das gäbe es auch in Amerika, bitte nicht Glauben schenken. Ja, es gibt den DAX nur an der Eurex. Ja, es ist ein zentral gehandeltes Instrument und nur an dieser einen einzigen Terminbörse gelistet. Ja. Weiterer Vorteil und Haupteigenschaft eines Futures ist, dass er zu 100% transparent ist. Ja, also Sie bekommen, wie gesagt, alles in Form von Tickdaten. Sie haben also eine 100%ige Transparenz, die deckt also Bid- und Ask-Preis in Realtime ab, also die Level-1-Daten, wie auch das Bid- und Ask-Volumen. Ja, Sie haben die Markttiefe im Level 2, die Sie dann auch noch bekommen. Also Sie sehen die ganzen eingestellten Orders mit einem bestimmten Preis, also vor allem Limit Orders direkt an der Börse platziert sind. Auch Sie können über die Plattform das sehen und auch Ihre Orders im Orderbuch direkt platzieren. Ich zeige Ihnen das gleich. Und somit sind eben alle Futures heutzutage nur noch voll elektronisch handelbar. Ja, gibt hier keinen Papierkrieg mehr. Alles ist voll elektronisch. Für jedermann im Übrigen handelbar. Und wenn Sie Tickdaten haben, sind Sie eigentlich den Institutionellen in nichts mehr nachgestellt. Das ist hier mein letzter Punkt. Als Privathändler haben Sie genau den gleichen schnellen Realtime-Zugriff wie ein Profi. Ne? Müssen also keine Angst haben, dass die Großen die Kleinen da fressen, wenn Sie in Ihrer Entscheidung schnell genug sind, sollten Sie keinen Nachteil haben. Somit haben auch alle Marktteilnehmer denselben Preis. Klar, logisch, weil ich habe ja gesagt, der FDAX, den gibt es nur an der Eurex und den gibt es nirgendwo anders. Und das ist eine zentrale Plattform sozusagen für alle Marktteilnehmer dieser Welt. Also ob Sie auf Vanuatu oder Cayman Islands oder im Panama-Kanal, in Südafrika, in Nordsibirien oder eben in Frankfurt den FDAX handeln. Ja, die Zeitzonen mögen überall unterschiedlich sein, aber im gleichen Moment, zur selben Zeit, ja, zur selben mitteleuropäischen Zeit, sagen wir mal jetzt mal Punkt 12 Uhr mittags, haben alle Marktteilnehmer auf der Welt, die in dem Moment den DAX handeln, den exakt gleichen Preis im Orderbuch. Ja, das ist vor allem ganz wichtig. Kein Vorteil, kein Nachteil, kein Market-Making-Prinzip, sodass jeder irgendwie einen anderen Preis, andere Preisstellung machen könnte. Den Preis bestimmt in dem Fall die Eurex. Futures lesen und verstehen Teil 2. Gehandelt wird jeder Future, um da an Slide 1 anzuknüpfen, an einer einzigen
Börse. Ich habe gesagt, es ist nicht möglich, dass es ein Future zweimal gibt, an verschiedenen Börsen gehandelt wird. Er wird an einer einzigen Börse gehandelt. Es gibt, wenn Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, es gibt zum Beispiel bei den Rohstoffen Zucker oder Kakao oder sowas, das gibt es, da gibt es Number 5, Number 11 oder New York beziehungsweise wie heißt das, bei Baumwolle und so weiter, gibt es Kansas und da gibt es einige verschiedene Namen, da gibt es also zum Beispiel europäische Varianten und US-Varianten, das ist ja halt trotzdem aber immer ein derselbe Future mit einem vorangestellten eigenen anderen Namen, also für den, vor allem für den Kontinent. Die haben entweder andere Nummern oder andere Namen. Ist natürlich im Grunde genommen gleicher Rohstoff, aber auch letztendlich nicht der gleiche Preis dann wie das US-Pendant zum Beispiel unbedingt. Gehandelt wird jeder Future mittels eines Echtzeit-Orderbuchs, hatte ich eben schon genannt, das nennen wir Level 2. Das wird in der Gesamtsprache Level 2 genannt oder auch Markttiefe, denn die Markttiefe ist also das, was Sie über dem Level oder unter dem Level 1 sehen, was also die Realtime-Kurse dann sind. Die Markttiefe geht nach oben wie nach unten. Unterhalb des aktuellen Marktpreises haben Sie dann die Käufer und Verkäufer, die sich da gegenüberstehen. Kommen wir gleich in der Plattform nochmal zu. Jeder Future wird mit dem Order aufgeführten Preis- und Volumendaten gehandelt, die ich eben schon genannt beim Thema Tickdaten. Sagen wir es immer. Bitpreis, Askpreis, also Geld und Brief und das dazugehörige Volumen, was im Moment gerade verhandelt wird. Wir sehen das auch hinter in der Times and Sales Liste. Die einzelnen Ausführungen, die gehen aber meistens so schnell mittlerweile, weil wir ja schon mit CQG einen Anbieter haben, der bis zu 1000 Ticks pro Sekunde darstellen kann. Gibt es natürlich nicht immer, längst nicht immer, aber theoretisch ist es möglich. Ja, und mittels einer spezialisierten Handelsplattform wird jeder Future gehandelt. Zum Beispiel eben mit einer der führenden im Futures Trading in Europa ist einer der führenden Plattformen mit Sicherheit ganz weit vorne der Nanotrader Full. Ja. Sie werden andere Plattformen kennen, aber es ist nicht das, lange nicht das, was Sie mit dem Nanotrader erreichen können im Futures-Handel. Wenn Sie die noch nicht kennen, dann rate ich Ihnen sofort nach diesem Webinar, spätestens morgen, sich ein Demokonto zu besorgen, Nanotrader voll mit Futures-Daten zu beantragen und einfach mal loszulegen. Ja, und Futures werden auch gehandelt mittels niedrigster Gebühren und letztendlich auch frei wählbarem Hebel. Natürlich ist ein gewisser Produkthebel inbegriffen. Das heißt also, natürlich ist der eigentliche Hebel schon da. Also wenn Sie, sagen wir mal, die Marge, die Sie auf dem Konto hinterlegen müssen, teilen durch den Nominalwert eines Futures. Ich zeige das gleich beim Rechenbeispiel. Haben Sie ja schon einen gewissen Hebel, aber letztendlich zahlen Sie ja immer nur so viel, wie Sie ein Konto haben. Es gibt einen Nominalwert. Im Moment vom FDAX ist er so knapp 380.000 beim aktuellen Stand. Wenn Sie ein FDAX handeln auf dem Futures-Konto und das Konto ist 380.000 groß, dann kann der DAX theoretisch auf null fallen und Sie können eigentlich nicht mehr verlieren als Ihr Konto. Ne? Aber die wenigsten haben so viel. Insofern ist es ein Margin-Handel natürlich mit einem gewissen großen Hebel und auch mit einem Risiko. Ne? Sie sind im Futures-Handel immer noch nachschusspflichtig, nicht wie im CFD-Forex-Handel, wo wir seit August 2017 eigentlich die Aufhebung durch die BaFin bekommen haben und letztendlich das Risiko beim Anbieter liegt. Sie haben bestimmt schon mal von denen hier gehört. Das sind so die bekanntesten und die meistgehandelten, auch bei uns. Der FDAX natürlich, mittlerweile auch der Mini-DAX schon bei den meistgehandelten. Der Bund Future, das sind die drei an der Eurex. Mini-DAU haben Sie bestimmt schon mal gehört. S&P Future, in dem Fall auch der Mini eigentlich für den normalen Retail-Kunden und der Mini-Nasdaq. Und viele handeln auch mehr und mehr in Euro-Dollar-Future, gehen da weg vom reinen Kassa-Forex-Handel oder vom CFD-Forex-Handel auf den Future. Und Mini-Crude, Mini-Gold, Mini-Silber, Palladium, Platin, all das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Kommen wir mal zur Margin. Der Enzo wird gleich auch noch mal ein bisschen was zur Margin sagen, speziell jetzt für die neuen drei Futures. Ich will Ihnen einfach hier mal so ein bisschen abgrenzen zum CFD-Handel. Denn Sie wissen, durch die ESMA-Regulierung ist der CFD-Handel, ich will nicht sagen, recht teuer geworden. Er war immer schon recht teuer, aber die Margen haben sich ja jetzt auch deutlich verteuert. Die Hebel sind deutlich runtergegangen. Ich weiß noch, wie wir hier angefangen haben und auch im CFD-Bereich vor 12 Jahren Hebel bis zu 400 hatten. Dann ging es auf 200 runter, dann auf 50 und jetzt sind wir bei 20. Ne? Also, Frage ist, ist das CFD-Geschäft noch lohnenswert? In meinen Augen nein, denn wenn Sie Future, natürlich ist es lohnenswert.
Ja, wenn Sie CFD-Handel machen wollen, spricht auch nichts dagegen. Es ist ein gutes Produkt, vor allen Dingen bei uns. Wir sind CFD-Broker, kriegen Sie 1:1 Börsenkurse und kein Market-Making-Prinzip. Ja, Sie handeln nicht gegen uns. Ja, wir handeln nicht auf eigene Rechnung gegen Kunden, sondern Sie handeln immer gegen andere Marktteilnehmer in Liquiditätspools und auf den Primärbörsen. Aber der Future-Handel ist immer interessanter geworden, weil die Margen im Vergleich zu CFDs, die dann nämlich immer weiter gestiegen sind, sinken und weil es immer kleinere Produkte gibt. Also jedermann kann sich mittlerweile den Future-Handel leisten. Bei uns geht es schon ab 2.500 Euro los. Ich weiß noch, wie ich hier angefangen habe vor 15 Jahren. Da war die Mindestanlage 10.000 Euro. Ja, und dann kam irgendwann vor ein paar Jahren der Mini-DAX. Jetzt gibt es den Mikro-DAX und die Margen fallen und fallen und die Mindestkontogrößen fallen auch. Also Sie sehen, jetzt mittlerweile ist die Mindestanlage für ein Future-Konto bei 2.500. Das ist ja exakt die Mindestanlage, die es immer schon im Standard-CFD-Konto gab. Ich habe jetzt leider vergessen, das aktuelle Bild reinzunehmen, macht aber nichts aus, denn die Margen sind hier ein bisschen gestiegen bei Minidax Future seit der Corona-Pandemie. Aber der Unterschied, den ich Ihnen hier klar machen will, daran ändert sich eigentlich nichts, denn auch die Margen für CFDs sind ja gestiegen aufgrund der gestiegenen Indizes. Das Verhältnis bleibt in etwa gleich. Was ich mit diesem Bild ausdrücken will, ist Folgendes. Seit der ESMA-Regulierung haben wir extrem hohe Margen für CFDs. Und wir müssen ja hier auch bitte Äpfel mit Äpfel und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn ich also ein Mini-DAX-Future die Marge mir angucke, wir sind im Moment ein bisschen über der 2000, macht aber nichts. Wir sind ja auch bei 5 DAX-CFDs weit über 3 bis knapp 4000. Ein Mini-DAX-Future hat einen Punktwert von 5 Euro und dementsprechend muss ich das Äquivalent von 5 DAX-CFDs nehmen, die jeder einzelne einen Punktwert von 1 Euro hat. Und da sind wir im Moment dann auch schon eben bei 5 mal 750 Euro, 5% von 15, gut 15.000. Also sind wir auch schon bei knapp 4.000. Also der rote Balken ist hier knapp bei der 4, der andere bei der 2 in etwa. Ich will damit einfach nur sagen, dass die Margen im CFD-Handel viel größer sind. Viel größer. Sie haben mehr Spielraum, mehr Hebel, wenn Sie wollen, im Future-Bereich. Und Sie müssen deutlich weniger zahlen und können im Future-Bereich weitaus mehr handeln. Das macht sich noch krasser bemerkbar übrigens bei amerikanischen Futures, wo die Margen noch geringer sind. Auch bei Minis oder da braucht man noch nicht mal Mikros, da kann man schon bei den Minis Margen von teilweise mittlerweile unter 200 Dollar haben. Und im Vergleich zu den Margen, die wir hier in Europa zahlen müssen für den CFD-Handel, sehen Sie sich das Bild einfach mal an. Dann wissen Sie, warum ich Ihnen heute den Futures-Handel ans Herz legen möchte. Und weil es eigentlich noch immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil immer alle denken, oh Gott, Future-Handel, ich weiß noch nicht mehr, was ein Future ist und wie das funktioniert. Ganz im Ernst, jeder kann sich in einer Stunde das Thema Future-Handel beibringen, bin ich der Meinung, dass man sich das ganz schnell leicht beibringen kann oder ich kann es Ihnen auch erklären, was ein Future-Handel ist und wie Sie das, was Sie achten müssen. Wir haben da auch eine Bibliothek zu. Wir haben auf der Webseite einen Link, das heißt Bibliothek, da können Sie sich kostenlose E-Books runterladen, sind für jedermann zu haben und da gibt es dann Futures lernen, treten oder Futures lesen und verstehen, heißt das glaube ich auch. Und das hat nur 15, 16 Seiten das Buch und damit wissen Sie eigentlich schon fast alles. Und wie gesagt, mit 2.500 geht es schon los und wenn Sie treten möchten, Sie da jetzt Futures oder CFD handeln, können Sie auch genauso gut ein Future-Konto öffnen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Gegenwertcheck. Ich habe das bewusst nicht Kosten genannt, sondern Gegenwert, weil ich will ja hier jetzt nicht von Kosten reden. Davon möchte keiner in seiner Präsentation gerne reden, sondern ich nenne es einfach mal Gegenwert. Warum nenne ich es auch Gegenwert? Weil wir es jetzt auch vergleichen und abgrenzen wollen zum CFD-Handel. Der CFD-Handel, wenn man da mal schaut, bei uns zum Beispiel zahlen Sie ja für eine Order auf dem Germany 30 DAX zum Beispiel 3 Euro rein und raus. 6 Euro. Ja. Jetzt werden Sie kommen und werden mir natürlich sagen, ja, aber beim Future zahle ich doch auch über 6 oder so für einen Roundturn im DAX. Richtig, natürlich zahlen Sie das. Ja. Aber Sie zahlen es A auf einen Punktwert von 25 Euro und nicht auf einen Punktwert von 1 Euro. Ja. Und B mit einer ganz anderen Margin. Und jetzt schauen Sie mal auf das Rechenbeispiel. Wir gehen das jetzt mal von oben bis unten durch. WH Self Invest hat eine dreiteilige Ordergebühr für den Futures-Handel. Und das ist immer eine Gebühr, wie der Name schon sagt, pro Order, also nicht Roundturn, Halfturn. Ja? Und diese Gebühr ist dreiteilig, denn nur wir verdienen 1,90 an einer Order.
50 Cent gehen an CQG. Pets gab es früher auch noch. Tickdaten an Order-Routing-Anbieter und die Exchange-Fee, in dem Fall die Eurex, bekommt 95 Cent für den FDAX. So, jetzt sind wir bei einem Half-Turn-Preis von 3,35, ein Punktwert von wohlgemerkt 25 Euro. Die Margin im Moment Intraday ist 11.500 Euro. Overnight wollen wir gar nicht drüber reden, da sind wir beim Dreifachen bei 35. Aber die meisten betreiben Future-Handel ja nicht, um das hier jetzt wochenlang liegen zu lassen, sondern ist eigentlich mehr ein Intraday-Produkt. Ne? Also, Margin 11.500 Euro. Was heißt das jetzt konkret? Jetzt kommen wir mal auf eine Rechnung. Ein Punkt bedeutet 25 Euro. Also muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie was Besseres finde. So, ein Punkt heißt 25 Euro. Multipliziere ich das mit dem Wert, den wir noch gestern, vorgestern hatten, von jetzt aktuell plus minus halt 15.500 Punkte, komme ich auf einen Nominalwert von 387.500 Euro. Das ist das, was Sie mit einem Future-Kontrakt bewegen. Ja, also kaufen Sie einen DAX-Future, bewegen Sie knapp, ja, ich will mal sagen, überspitzt formuliert, knapp eine halbe Million Euro, knapp 400.000. Ja. Wenn wir jetzt die Kommission in Prozent dagegen rechnen, oh, da habe ich noch, den alten Wert, bitte hier, mea culpa, da müsste eigentlich 3,35 stehen. Aber das Ergebnis stimmt. Habe es eben nochmal nachgerechnet. Also wenn Sie hier 3,35 Euro für einen Half-Turn durch den Nominalwert teilen von 387.500, kommen wir auf eine Kommission von, ja, Sie sehen, es ist schon kaum noch anzeigbar, 0,000008%. Ja? Und die Kommission im CFD-Handel ist natürlich deutlich höher, ja, zigfach, hundertfach höher. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass Future-Handel extrem günstig ist. Ja? Extrem günstig, ja. Die meisten verkennen es. Die denken immer, oh Gott, eine Order 3,35 für einen DAX, das heißt 7,60 Euro, 7,70 Euro schon bei einem, Quatsch, 7,30 Euro bei einem Roundturn, das ist ja viel zu teuer, dann gehe ich doch lieber auf den CFD, jetzt zeige ich nur 6 oder bei uns wissen Sie, kriegen Sie auch 2 und 1 im Halfturn, also auch 4 oder 2 im Roundturn, wenn Sie viel handeln, da denken Sie immer, Sie sind günstig, aber nein, richtig günstig ist man erst im Future-Handel, weil man muss ja, man darf ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir müssen das Äquivalent vergleichen. Und nur dann kommen wir auf genau diese Rechnung und wissen, dass der Future-Handel deutlich günstiger ist als der CFD-Handel. So. So ist das nun mal. So, und letzte Wort gehört nochmal den Tickdaten. Warum sind diese unerlässlich beim Future-Handel? Weil sie für sämtliche Geschäftsabschlüsse eines Handelstages die dazugehörigen Preise, Volumina und Zeiten beinhalten. CQG bietet bis zu 1000 Ticks in der Sekunde und ich bitte Sie, dies immer in Erinnerung zu behalten, falls Sie sich überlegen, ob Sie hier oder bei einem Broker mit 2 Buchstaben handeln, der relativ groß ist, Ihnen aber zum Beispiel nur Snapshots anbieten kann. Ja? Broker, die nur Snapshots haben, das sind halbsekündige Preisauffrischungen, also jede halbe Sekunde gibt es Snapshot von der Preisentwicklung, den Preis bekommen Sie zur Ausführung. Ja? 2 Preise pro Sekunde, damit halten die Broker einfach einen Großteil an Marktinformationen zurück und haben Ihnen gegenüber einen enormen Informationsvorsprung. Und das ist natürlich ganz klar Ihr Nachteil. Ne? Schlechtere Ausführungspreise, Sie sind immer eigentlich auf der, beziehungsweise alle anderen, die Tickdaten haben, sind auf der Überholspur. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn Sie Futures-Handel machen, entscheiden Sie sich bitte für einen Anbieter mit Tickdaten. Wenn Sie es in Europa und Deutschland machen wollen, werden Sie an uns mit Sicherheit nicht vorbeikommen. Und eine andere Möglichkeit für Sie ist, nach Amerika zu gehen. Aber in Amerika gibt es andere Widrigkeiten. Geldeinlagensicherung zum Beispiel, Service, verschiedene Uhrzeiten und so weiter. Also da würde ich nicht unbedingt als Deutscher mein Geld hin verfrachten. Und deswegen sind wir einer der ganz wenigen Anbieter, die für Sie in Frage kämen, wenn Sie Futures Handel betreiben möchten in Deutschland. So, wenn Sie den nächsten Schritt machen wollen, kann ich Sie gerne beraten dazu. Ja, wenn es um eine Plattform-Demo geht, Plattform-Coaching oder Sie ein Neukundenangebot wünschen, können Sie mich gerne kontaktieren unter der hier eingezeigten Nummer oder E-Mail-Adresse. So, und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gehen wir direkt in die Plattform und gucken uns das Ganze auch ein bisschen live an, wo wir was sehen. Dazu möchte ich mal nochmal den FDAX, den von mir eben beschworenen und beispielhaft gezeigten, in der Kalkulation gezeigten FDAX,
auch mal holen. Und dazu sehen Sie, habe ich eigentlich jetzt gar nicht untermalt mit eigenen Worten, das sollte ich aber eigentlich tun. Dazu sehen Sie hier jetzt, hier habe ich auch schon den Mikro-DAX offen, wie Sie sehen. Dazu kommt der Enzo natürlich gleich ein bisschen besser und näher drauf zu sprechen. Den machen wir gerade noch zu. Und fangen wir von Null an, wenn Sie eine leere Seite im Nanotrader haben. Wie und wo finde ich denn die Futures? Ganz links oben befindet sich Chart öffnen. Und das muss die erste Amtshandlung sein im Nanotrader, die Sie ausführen. Und im Ordner CQG befinden sich dann die angeschlossenen abonnierten Terminbörsen. Hier haben Sie die komplette CME und die Eurex. Und wenn ich jetzt an der Eurex zum Beispiel Mikro-DAX dann hier finde, Mini-DAX und eben auch den F-DAX, kommen Mini-DAX, Mikro gleich noch, öffne erstmal den F-DAX, dann habe ich hier verschiedene Template-Studies, verschiedene Chartvorlagen, die ich öffnen kann. Ich nehme jetzt mal die Tradegate-Studie, das ist die, wo Sie dann schon abgesichert handeln können mit Take-Profit, Stop. Und dann laden wir uns jetzt erstmal Entschuldigung, den F-DAX rein. Und um mal zu zeigen, wie soll es bei einem großen, ja, bei dem Vater aller DAXe, kann man ja fast schon nennen, das ist ja jetzt schon der Opa, wenn man so will, weil der Sohn wurde ja geboren von des Mini-DAX und jetzt kommt der Engel, der Mikro-DAX, der ist ganz neu, der ist seit 4 Jahren und ja, und der Opa, der große F-DAX, der, schauen Sie mal, wenn ich mir den jetzt mal angucke, dann sehen wir Folgendes. Wir sehen rechts, also erstmal in der Mitte sehen wir die Grafik natürlich. Wir sehen hier ein Marktprofil, horizontales Marktprofil in dem Fall. Das ist, Achtung, kein Volumen. Das Volumen können wir einblenden, indem ich hier das als vertikales Volumen einblende. Das machen wir jetzt mal hier unten. So, da habe ich das vertikale Volumen, jetzt aber auch ganz andere Chart. Aggregation 60 Minuten zum Beispiel. Und da sehen wir so ein bisschen die gehandelten Volumina unten vertikal im Sub-Window dargestellt. Und was wir hier ganz richtig wichtig sehen, rechts das Orderbuch. Da sehen Sie mal das Orderbuch und da sehen Sie dann auch die Käufer und Verkäufer mit den Orders vom natürlich der gehandelten oder zu handelnden Kontrakte, die zu dem Preis gehandelt werden, abgewickelt werden sollen. Links, rechts, Bid und Ask. Und da sehen wir, dass wir in der Mitte hier jetzt 35 zu 36 handeln, also Spread 1 Punkt. Ne? Und Sie wissen auch, dass da seit Dezember letzten Jahres der DAX ja nicht mehr in halben Punkten tickt, also der Tickwert nicht mehr ein halber Punkt ist. 12,5 nicht mehr ist Geschichte, gibt nur 10 Punkte. Eigentlich aufgrund der Größe, kann der Enzo gleich auch nochmal was zu sagen, hat die Eurex das dann geändert in ganze Punkte und ja, seither nur noch 25 Euro Gewinn oder 25 Euro Verlust, 12,5 gibt es nicht mehr. Und wenn wir hier eine doppelte gestrichene Linie sehen, sehen wir eben ein Spread von einem ganzen Punkt. Wenn wir noch innerhalb des Spreads noch einen Preis, dann wissen wir, dass wir ein Spread von 2 Punkten kurzzeitig mal haben. Sie sehen, es schwankt immer hier zwischen ein und mein mal auch 2 Punkte. Und jetzt zeige ich Ihnen auch nochmal die Times in Sales Liste, von der ich eben gesprochen habe. Ja, die ist ja ganz wichtig und die ist ja eigentlich, sagen wir mal, sinnbildlich für Tickenhandel, Tickdatengeschwindigkeit. Hoppla, wollte ich nicht. Die wollte ich eigentlich schon nur ein bisschen hochziehen. So. Ein bisschen nach oben. So, und da sieht man dann jetzt hier, ja, wie rasend schnell sowas geht. Wenn wir jetzt irgendwie sehen, da kommen Sie mit den Augen kaum hinterher und das sagt ein recht lauer Handel mittlerweile. Ja, die amerikanische Börse hat schon vor 2 Stunden eröffnet. Die amerikanischen Futures haben beide Richtung gefunden und gegen 18 Uhr, 19 Uhr gibt es ja in den USA schon wieder Mittagspause. Die fangen ja erst um 9 Uhr nach ihrer Zeit an. Und die haben ja schon wieder Mittag und das schlägt jetzt schon wieder so ein bisschen ein. Sie sehen, der DAX bewegt sich auch nicht viel. Und das ist ein nicht sehr volatiler Markt hier. Ne? Also wenn der volatil wird, also ich meine, Sie müssen das mal beobachten, zum Beispiel am ersten Freitag im Monat, wenn da die Non-Farm-Kurs erscheinen in Amerika, dann haben Sie hier, da geht hier die Post ab. Da können Sie gar nichts mehr beobachten. Ne? Selbst in Zeit kaum noch wahrnehmbar. Dann werden Sie also Sekunden haben, wie hier sieht man mal einen Screenshot machen würden, hätten Sie hier eine Sekunde, die Sekunde 3,44, da sieht man, wie viel es gibt. Beispiel, wenn links die
Bid- und Ask-Liste anschauen, sehen Sie Upticks in grün und Downticks in rot und gleichbleibende Preise in schwarz. Ne? Und die gehandelten Volumen zu dem Preis sehen Sie in der Spalte. Dritte Spalte ist die Uhrzeit, wie gesagt, auf die Sekunde mit Timestamp, und die dritte Spalte ist das heutige Datum. Wenn Sie sehen, das ist so schnell und das ist so eine Geschwindigkeit. Zu all diesen Preisen können Sie theoretisch geführt werden. Wenn wir jetzt Snapshots hätten, hätte jeder Halbkunde nur einen einzigen neuen Preis. Damit können Sie sich ja schon vorstellen, dass Ihnen absolut weit und sehr viel Information verloren geht, zu denen Sie überhaupt nichts machen können und mit denen Sie nichts anfangen können. Also können Sie auch ergo zu diesen Preisen nicht handeln und ausgeführt werden. Das ist, wie gesagt, ein ganz klarer Nachteil im Futures-Handel. Daher meine Bitte, wenn Futures-Handel, dann mit WH's Self-Invest, mit Tick-Daten. Auf allen anderen Posten sind Sie meiner Meinung nach hoffnungslos von. Dann werden Sie einfach von Marktteilnehmern bedingungslos gefressen. Die Großen fressen die Kleinen, das kennen Sie, das Prinzip. Die Börse ist ein Haifisch und man sollte sich nicht unnötig in diese Gefahren bringen. Die Gefahren lauern überall an Börse. Und wenn Sie da nicht sich versuchen, mit den Profis auf eine Stufe zu stellen, wenn es ja möglich ist, wie gesagt. Ne? Sie bekommen ja hier bei uns die Profi-Infrastruktur und Technologie mit eben Tick-Daten und diese ganzen anderen Sachen, die wir bieten, dann sollten Sie es auch wahrnehmen. So, ein Beispiel machen wir. Wie handle ich so ein Future? Tja, ganz einfach. Wir müssen jetzt erstmal hier ein Konto öffnen. Ich muss das jetzt hier im, das ist übrigens Realtime, wie Sie sehen. Ich muss das hier erstmal im Demo-Depot machen. Ja, gibt hier auch ein Live-Depot. Ich mache das jetzt mal im Demo-Paper-Depot. So, machen wir mal Paper. Und dann haben wir hier unten. Die brauchen wir nicht, können wir rauslöschen. Und da nehmen wir uns jetzt mal den FDAX rein, den ziehen wir einfach runter. Und den haben wir jetzt hier unten drin. Dann sehen Sie das auch rechts, da brauche ich eigentlich mein Konto gar nicht mehr zu, das kann ich jetzt sehen. Dann sehen Sie, dass auch rechts jetzt der FDAX mit dem Paper Depot verbunden ist. Und wenn ich jetzt hier einfach mal, und das sieht mir da schön danach aus, als wenn wir seit gestern 16 Uhr eigentlich nur eine Richtung kennen, nicht nach oben. Und ich glaube, die 15,5 sind eh wieder in Reichweite, wird der Enzo wahrscheinlich eh nicht sehen, dass wir hier einen kleinen Bestand bei 400 haben, aber der nächste ist bei 500. Und ja, der DAX braucht ja bekanntermaßen 3 bis 4 Attempts oder Versuche, bis man da mal durch ist bei größeren Widerständen. Ich glaube, die greifen wir auch heute vielleicht nicht mehr, aber morgen wahrscheinlich wieder an. Ja, schauen wir mal. Ich zeige Ihnen einfach mal, wie handelt man sowas. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann links oben im Chart auf Buy oder Sell klicken, natürlich auch im Konto machen. Auch da gibt es Buy oder Sell. Da kann ich jetzt mein Positionsticket aufrufen, was direkt hier rechts in dieser Trainingleiste, die zwischen Chart geschaltet wurde, und Orderbuch. Und machen wir es jetzt einfach mal hier. Also wenn ich hier auf Buy Market gehe, ich nehme jetzt einfach mal 2 Stück. Ja, ich habe hier ein recht großes Paper Depot. Mal gucken, was wir hier für einen Stand haben. 106.000. Ist, wie gesagt, wird Übungskonto, und da gehen wir jetzt einfach mal bei 2 at Market. Wenn ich mein Order-Ticket gleich aufrufe, kann ich das natürlich noch ändern. Ich kann hier Markt rein, ich kann aber auch mit dem Stop rein, sage, möchte erstmal warten, bis wir vielleicht über den und jeden gesprungen sind. Ja, ich kann mich auch zu einem bestimmten Limitpreis abholen lassen. Das wäre dann billiger als aktuell. Ja, bei Limit ist auch unterhalb des aktuellen Marktpreises. Und ich mache Folgendes, ich stelle das mal hier so ein bisschen bewusst ein. Ich will Ihnen was zeigen. So, machen wir das mal hier hin und klicken mal auf Buy Limit. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen höher, machen wir auf 29. Ich zeige Ihnen Folgendes. Schauen Sie ins Orderbuch. Schauen Sie jetzt direkt ins Orderbuch rechts. Da ist Ihre Order. Sie sehen Bit, Preis und Sparte ich. Und in der Sparte ich sehen Sie ganz genau, dass ich die Order hier direkt im Orderbuch sehe. Das ist meine Order. Ja, ja, also von diesen 8 Stück sind 2 meine. Ja, wie gesagt, im Moment virtuell, wenn das jetzt das echte Konto wäre, wären 2 von diesen 18 Lots meine eingestellte Limit-Order. Ne? Da können Sie also sofort Ihre Order im Orderbuch sehen. Sie sehen absolute 100%ige Transparenz. Gibt nichts Besseres als ein Future-Handel. Daher sage ich, wenn Sie CFD handeln wollen und 1000 E übrig haben, machen Sie doch direkt einen Future-Handel. Es lohnt sich. Ja. So, ich lösche die Order und gehe jetzt einfach mal kurz in den Markt rein mit 2 Lots
und zeige Ihnen mal, wie so eine Ausführung aussieht. Jetzt bin ich long, bin in Position gegangen, kann mir das auch eins anzeigen mit einer kleinen blauen Behelfslinie und aktiviere jetzt mal meinen Trade Guard. Das sind die Break Orders, die ich eingestellt habe. Kann ich jetzt mal aktivieren und dann habe ich direkt mein Take Profit hier zu sehen. Das schiebe ich jetzt mal hier auf die 400 zum Beispiel. So. Und meinen Sell Stop, den lege ich mal hier auf diese kleine Unterstützung. So. Vielleicht ein bisschen höher. So, und dann sehen wir hier links oben im Chart auch ganz schnell die aktuellen und absoluten Werte in Geld umgerechnet. Ich riskiere mit zwei Lots gerade 3.000. Ich versuche hier 3.000 zu gewinnen, macht eine Return-Risk-Ratio oder ein CRV von exakt 1. Und 1 oder besser sollte es immer sein. Wissen Sie, alles, was schlechter ist, da machen Sie nicht viel Profit. Und ja, so kann das aussehen. Jetzt sind Sie long oder ich bin jetzt long im DAX. Ne? Und wenn meine Bracket Orders jetzt ein bisschen näher dran wären, würde ich die auch hier sehen in der E-Charte. Ne? Also so kann Future Handel auf dem Nano Trader ausschauen. Ne? Ich kann die Position jetzt mal laufen lassen im Hintergrund. Schauen wir mal, was damit passiert. Profit Loss aktuell, sehen Sie, 200 Euro Gewinn wir aktuell. Ich bin jetzt long eingestiegen, weil ich der Meinung bin, dass wir recht schnell auf die 400 gehen. Das ist meine persönliche Meinung. Könnte sein, dass wir die sogar vor 18 Uhr noch sehen, gucken, wenn der Markt jetzt noch ein bisschen anzieht. Weil hier drüber müsste er erstmal kommen über die 350. So, und damit bin ich jetzt eigentlich für meinen ersten Part durch, ja, was die Theorie betrifft und was das betrifft, dass ich Ihnen das ein bisschen zeigen durfte, wie Sie es handeln, wie Sie es einsetzen. Auf der Nanotrader-Plattform möchte ich an der Stelle einfach mal den Enzo begrüßen gleich. Da es auch im Moment noch keine Fragen gibt, ihrerseits, vielleicht mache ich mal vorab noch eine Frage von mir aus. Ich habe auch immer Fragen von mir aus, wenn Sie keine haben. Deswegen kriegen Sie jetzt quasi eine einfach mal vorgesetzt. Ja. Gibt es Leute, die, und da möchte ich mit anfangen, Interesse haben, hier bei uns Kunde zu werden? Ja, gibt es welche, die interessiert sind, Kunde zu werden? Wenn ja, gibt es immer bei uns spezielle Neukundenangebote, wenn Sie sagen, ich handle hier Futures oder ich handle CFD in großem Umfang vielleicht sogar und möchte was bei euch auch machen, dann machen wir Ihnen auch ein persönliches Angebot, abseits der Preise der Webseite vielleicht, wenn Sie das auch ein bisschen belegen können, dass Sie ein großes Volumen haben. Oder wenn Sie ganz einfach zu uns kommen wollen, ja, als Neukunde, warum auch immer, mit auch noch nicht mit viel Handel, gucken wir, was wir für Sie tun können, ob wir irgendwas dazu geben können als Goodie, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, hier Ja zu klicken. Dann werde ich Sie in den nächsten Tagen kontaktieren und das mit Ihnen persönlich ausmachen. Wenn Sie daran kein Interesse haben, klicken Sie auf Nein. Ja. So, vielen Dank für die Teilnahme und schauen wir mal, ob der Vincenzo Sinna, so muss es richtig heißen, kurz Enzo von der Standard. Hallo Enzo, grüß dich. Bist du bereit? Ich bin voll und bereit, genau. Guten Abend. Hallo Enzo. Ja, gut. Erstmal guten Abend, genau Enzo. Ich darf Enzo sagen, also Vincenzo ist der komplette Name. Ich habe jetzt das aus Sinno gemacht. Ich hoffe, das nimmst du mir nicht übel. War ein kleiner Versprecher. Und ansonsten, Vincenzo, würde ich jetzt einfach sagen, du schließt jetzt einfach nahtlos an das, was ich so ein bisschen erzählt habe und gibst den unseren Zuschauern einfach jetzt mal einen Einblick in deine oder in eure neuen Produkte. Ne? Und dazu wechseln wir jetzt einfach mal kurzerhand den Moderatorenbildschirm. Das muss ich mal, glaube ich, machen, Enzo. Das kannst du von dir aus nicht, ne? Okay. Ja, genau. So, jetzt müsstest du die Aufforderung bekommen. Enzo, ich gebe dir jetzt das Wort, halte mich da ein bisschen zurück und wenn es Fragen gibt oder wichtige Fragen, dann würde ich dich. Super, besten Dank. Ansonsten so, du musst aber noch den Bildschirm übernehmen. Ich sehe immer noch nicht deinen Bildschirm. Die Leute sehen immer noch meinen. Ist zwar komisch, weil ich habe den Bildschirm übernommen. Jetzt ist super. Jetzt ist super, Enzo. Prima. Cool, besten Dank, Marc. Also, herzlichen Dank. Ja, gerne. Kann losgehen. Herzlichen Dank, Marc, dass ich da für WH Self Invest die Eurex kurz vorstellen darf und auch die Futures vorstellen darf. Ich begrüße Sie, die da teilnehmen.
wie Marc gesagt hat, dass er dir, Marc, besten Dank dafür für die Werbung. Ich will da ganz kurz schnell eingehen, also ich erkläre nicht mehr, was ein Future ist, das hat ja Marc schon mehr oder weniger erklärt, was ich aber trotzdem ganz kurz schnell aufzeigen will. Marc hat ja gezeigt, dass es einen Buy- und Sell-Knopf gibt. Das Schöne am Futures ist, Sie müssen die Future nicht vorher kaufen, bevor Sie sie verkaufen. Also das heißt, wenn Sie denken, dass der Markt runtergeht, dann haben Sie im Futures die Möglichkeit zu sagen, okay, dann verkaufe ich halt zuerst einen Future und kaufe ihn dann hoffentlich tiefer dann zurück. Das weiß man ja nie, wenn man ein Geschäft eingeht. Also Buy- und Sell-Knopf kann man jederzeit benutzen. Buy, da wollen Sie kaufen, denken, dass es hochgeht. Und da hat Marc auch im Nanotrader schon etwas gezeigt. Er hat eine Limite nach oben aufgegeben, jedoch auch eine Limite nach unten. Leider wissen wir ja nie, wenn wir eine Position eingehen, ob man Geld damit verdient oder nicht. Deshalb erscheint mir das wichtig, was da Marc gezeigt hat, dass man sowohl eine Gewinnlimite wie auch eine Verlustlimite einsetzt. Einfach nicht, dass dann irgendwie zu viel weggeht. Gut, jetzt über die Eurex. Wir sind in Frankfurt, dort ist der Hauptsitz, aber Sie sehen, wir sind da weltweit tätig. Wie man eventuell in meinem Dialekt hört, ich lebe in der Schweiz, wohne hier in der Schweiz und bin schon ein bisschen stolz, dass die Eurex in der Schweiz geboren wurde. Damals hieß sie noch Sofex, dann gab es die Deutsche Terminbörse, die haben dann gemerged und das heißt jetzt, das ist die Eurex. Wie Marc vorhin gesagt hatte, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie bitte diese Fragen direkt, ohne zu warten, ob ich jetzt da etwas weiter mache oder nicht. Vielleicht trotzdem schnell ganz kurz zwei, drei Worte über mich. Einige von Ihnen haben mich eventuell schon an Webinaren oder Seminaren von WH Self Invest gesehen. Ich bin seit über 30 Jahren im Derivate-Bereich tätig und seit 6,5 Jahren bei der Eurex. Gut, jetzt, Marc hat es schon teilweise erwähnt, wir haben die sogenannten Micro-Futures lanciert am 19. April. Und zwar haben wir Micro-Futures auf DAX, Eurostoxx 50 und auf den SMI. Jetzt, wieso zeige ich Ihnen diese Grafik hier? Es ist eigentlich ganz einfach, also wenn Sie jetzt die Grafiken, also die Pie-Charts, wie wir sie nennen, vergleichen, dann sehen Sie, dass der DAX eigentlich gut aufgeteilt ist. Das sind einfach noch die übrigen, die da sind. Auch ein Eurostoxx sehr gut aufgeteilt. Und einige wissen vielleicht, dass wir hier in der Schweiz die Aufteilung nicht so haben. Wir haben natürlich auch, ja, ich sage jetzt von den Titeln, von der Größe der Titel, nicht so große Gewichte wie beim DAX. Wir haben da vor allem Nestle, Novartis und Roche, die drei Titel, die machen rund, also die machen etwas mehr als 50%, 55% aus. Also von dem her, große Aktien sind da drin. Wieso spreche ich von den Aktien? Es ist wichtig, dass Sie, wenn Sie einen DAX kaufen, dass Sie wissen, was kaufen Sie denn? Also Sie kaufen am Schluss, wie wenn Sie eine Linde, Siemens, Allianz und all die Titel miteinander kaufen würden. Nur im DAX ist natürlich der Vorteil, dass Sie nicht angewiesen sind, eben nur auf eine Aktie. Leider ein Beispiel von letztes Jahr, wo viele leider nicht nur wenig, sondern sehr viel Geld verloren haben, ist Wirecard. Da hätte man jetzt mit dem DAX diesen blöden Verlust logischerweise nicht gehabt, weil dass der DAX von ich sage jetzt 15.000 auf Null geht, da müssten wirklich alle Aktien auf Null gehen. Da haben wir eben die sogenannte Diversifikation, die immer wieder groß genannt wird. Wenn wir jetzt auf dieser Seite schauen, Linde 9,7%, ich habe heute nachgeschaut, also da hat SAP wieder aufgeholt, die sind jetzt wieder am stärksten gewichtet. Wie geschieht denn diese Gewichtung? Also diese Gewichtung, die wird nicht irgendwie einfach einmal im Jahr hergestellt und dann ist sie da, sondern das geschieht täglich mit der sogenannten Marktkapitalisierung.
Also umso höher eine Aktie ist und umso mehr Aktien es gibt, umso höher die Marktkapitalisierung und umso mehr ist diese Aktie dann im DAX gerichtet. Wieso sage ich Ihnen das? Wenn wir jetzt da bei Linde bleiben, die, als wir das hergestellt haben, 9,7% waren, was heißt das? Sollten jetzt alle Aktien gleich bleiben und die Aktie Linde steigt 10% an, weil sie ein Gewicht hat von 9,7%, dann würde der DAX um 0,97% ansteigen. Würden wir jetzt irgendwie eine andere Aktie nehmen, zum Beispiel Deutsche Wohnen, habe ich da irgendwo gesehen, die ist ein Zehntel der Linde. Also wenn Linde 10% hochgehen würde, würde der DAX 0,97% hoch, also beinahe 1%. Würde dasselbe bei Deutsche Wohnen geschehen und alle anderen Titel bleiben gleich, dann würde der DAX 0,1% anstehen. Einfach für Sie, um zu verstehen, dass ein DAX eigentlich nichts anderes ist als eine Zusammensetzung von Titeln. Sie sehen, es sind 30 Titel. Ab September werden es 40 Titel werden. Mir wurde auch schon die Frage gestellt, aha, das heißt aber, wenn es dann 40 Titel sind, dass dann der DAX automatisch ansteigt. Der Index, der bleibt gleich. Es wird einfach eine andere Zusammensetzung geben. Was ganz wichtig ist, wenn Sie Performance anschauen zwischen DAX, Eurostoxx und SMI, jetzt in diesem Beispiel, da müssen wir ganz klar aufpassen, den DAX mit anderen Indizes zu vergleichen, da eben der DAX die Dividenden reinvestiert und beim Eurostoxx und beim SMI, da werden eben die Dividenden abgezogen. Also schauen wir jetzt beim SMI, der hat 3,5% Dividendenrendite bei 11.000 Punkten sind das 350 Punkte, die der Index jedes Jahr abgibt. Also wenn wir jetzt den Vergleich hier anschauen über die letzten 5 Jahre, da sehen wir, dass der DAX am besten performt hat, Eurostoxx 5% und der SMI 7%. Jährlich, das ist eine jährliche Rendite über die letzten 5 Jahre. Wenn wir jedoch jetzt beim Eurostoxx und beim SMI die 3% jährlich, die als Dividende weggehen, wieder hinzuzählen, da wäre der Eurostoxx 8%, also gleich wie der DAX, und der SMI, da wäre sogar bei 10%, also das heißt, er hätte sogar besser performt als der DAX. Einfach wichtig, wenn Sie so Charts vergleichen, müssen Sie wissen, dass beim DAX die Dividenden reinvestiert werden und bei den meisten anderen Indizes nicht. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die Fragen und ich werde diese gerne beantworten. Respektive Marc nimmt die auf und ich werde sie beantworten. Die Mikro-Futures, also wie Marc schon angetönt hatte, wir haben ja schon den großen DAX oder den Großvater, wie du gesagt hast. Wir haben den Sohn und wir haben jetzt das Kleinkind. Der Sohn, das ist der Mini-DAX mit Kontraktgröße 5. Jetzt haben wir den Mikro-DAX mit Kontraktgröße 1, eben auch den Eurostoxx und den SMI. Sie sehen, Kontraktgröße, ein Kontrakt ist 15.300 Euro. Der Eurostoxx ist sogar noch etwas kleiner. Und für diejenigen unter euch, die in Schweizer Franken handeln, einen SMI 11.200 Schweizer Franken. Es gibt ja Personen, die arbeiten in der Nacht und sind dann tagsüber wach oder eben umgekehrt. Also Sie sehen die Handelszeiten von 10 nach 1 bis 22 Uhr im DAX und im Eurostoxx, Entschuldigung, und im SMI einfach von 8 Uhr bis 10 Uhr. Gehen wir da jetzt einmal in ein Beispiel. Marc hatte die Margen erwähnt und das ist schon noch wichtig, die anzuschauen. Wieso? Ich sage immer, bevor man Chancen anschaut, sollte man die Risiken kennen. Was ist denn das Risiko? Sagen wir jetzt, der DAX, der sei bei 14.000, wir wissen, er ist bei 15.000, er ist bei 14.000. Sie kaufen einen Kontrakt. Ich habe jetzt hier Initial Margin von 1200 geschrieben. Das ist falsch. Bei WH Self Invest haben Sie ja gesehen, da bezahlen Sie 1500 Euro
Overnight, das heißt, wenn Sie die Position über mehrere Tage halten oder halten wollen, und 500 Euro, wenn Sie Intraday handeln, das heißt, heute kaufen, heute verkaufen. Und wie Marc schon erwähnt hat, sind die meisten Trades Intraday. Also man sieht auch heute, dass man beim MicroDAX, da hat sie eben die erste 113 Kontrakte umgesetzt, aber das sogenannte Open Interest ist nur 17. Also das heißt, die meisten Kontrakte wurden heute gekauft und heute wieder verkauft. Das ist auch bei den Großen so. Eine Frage, die mir gestellt wurde, ja, aber der MicroDAX, der läuft doch jetzt schon 3-4 Tage, aber der Spread, der ist immer noch, ich sehe etwa 5-6 Punkte und beim großen DAX ist er 1-2 Punkte. Das hat den folgenden Grund, das war auch beim Mini-DAX so, das braucht so 1-2-3 Wochen, bis das Ganze anläuft. Bis die Trader und auch die Broker bereit sind. Es sind nicht alle bereit wie WH Self-Invest schon. Also bei WH Self-Invest, da haben Sie ja gesehen, da können Sie Microfuture schon handeln. Logischerweise können Sie entweder einfach einen Bestens aufgeben, das heißt einfach kaufen oder eine Limite aufgeben, wie Marc ja aufgezeigt hat. Nun zu diesem Beispiel. Wenn Sie jetzt einen Kontrakt bei 14.000 kaufen und am nächsten Tag sind wir bei 14.1, dann haben Sie Ihre Marge jetzt bei WH Self-Invest 1.500 Euro overnight bezahlt und hätten dann einen Gewinn von 100 Euro. Dieser Gewinn, und ich weiß nicht, wie ihr das macht, Marc, wird normalerweise auf dem Konto gut geschrieben. Also Sie haben ein Margin-Konto, ein Initial-Margin-Konto und das sogenannte Variation-Margin. Die Variation-Margin, das sind dann diese 100 plus, die Sie gut geschrieben bekommen. Was geschieht jedoch am dritten Tag? Dann geht es runter auf 13.850 und da wird logischerweise die Differenz von 14.100, weil ja schon 100 gut geschrieben wurden, auf die 13.850 gemacht. Das heißt, am nächsten Tag werden Ihnen 250 Euro abgezogen. Die Initial Margin, die würde dann immer gleich bleiben. Und eben und so weiter, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Wenn wir jetzt schauen, am sechsten Tag gibt es noch einen Gewinn von 150, nämlich von 14.1 auf 14.250. Wenn wir dann jedoch all diese Zahlen zusammenzählen, plus 100, minus 250, plus 350, minus 100, ergibt das logischerweise einen Gewinn von 250, nämlich von 14.250 minus diese 14.000. Das ist ganz wichtig, dass Sie das so wissen. Marc, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Ich nehme an, ihr werdet auch täglich Gutschriften und Belastungen tätigen. Ja, das ist richtig. Super, besten Dank. Also jetzt schauen wir mal, jetzt das sieht ja alles schön und gut aus. Was jetzt wichtig ist, ich hatte Ihnen ja gesagt, schauen Sie unbedingt die Risiken an, die Sie haben, bevor Sie auch die Chancen nutzen können. Tag 1 waren wir ja bei 14.000, eben da diese 500 Intraday Margin oder eben diese 1.500 Overnight. Am nächsten Tag sind wir bei 14.100. Die Initial Margin, die bleibt. Und wie Marc jetzt bestätigt hat, wird Ihnen 100 Euro gutgeschrieben. Wie sieht das aus? Der DAX, der hat 0,7% zugelegt und das gibt aber in Ihrem Future, also die 100 auf die Marge, sind dann 6,67%. Aber Achtung, Sie können nicht nur diese 1.500 verlieren, sondern wenn der DAX bei 14.1 ist oder wie jetzt bei 15.3, 15.350, können Sie natürlich die ganzen 15.350 verlieren. Das müssen Sie wissen. Sie zahlen ja nur eine Anfangsmarge und dann wird Ihnen täglich gut geschrieben oder belastet. Wie sieht das aus? Also am nächsten Tag geben wir eben 250 Punkte, die Sie bezahlen müssen, 250 Euro. Und das heißt, der DAX hat 1,78% verloren, aber die 250 Euro sind auf die 1.500 Initial Margin 16%. Geht natürlich in beide Richtungen. Das ist ganz wichtig für Sie zu sehen, dass Sie eben Chancen haben. Ja, schauen Sie zuerst die Risiken an. Schauen Sie vielleicht auch eben, wie Marc gesagt hat,
im Nanotrader, da haben Sie ja gute Möglichkeiten, einen Gewinn oder eben eine Verlustgrenze einzugeben. Ganz wichtig, zuerst Risiken kennen und erst dann über die Chancen nachdenken. Das ist so dass eine Zusammenfassung, die ich jetzt heute zeigen wollte. Ich mache gleich kurz schnell Werbung, Marc, wenn ich darf. Wir haben ja am 18. Juni den Börsentag München. Da darf ich wieder Redner sein. Und da werde ich natürlich ausführlicher Sachen über den Microfuture zeigen, werde da natürlich auch schon erste Volumen und erste Statistiken zeigen können. Vielleicht noch ein ganz letztes Wort. Ich hatte vorhin die Wirecard erwähnt. Einfach so nebenbei, wir haben ja auch noch den DAX ESG. Dort wäre zum Beispiel die Wirecard von Beginn weg gar nicht drin gewesen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und bei dir, Marc, dass ich überhaupt diese Gelegenheit hatte, hier zwei, drei Worte über unsere neu eingeführten Mikro-DAX, Euro-STOX und Mikro-SMI zu erzählen. Besten Dank. Sehr gerne. Enzo, wir bedanken uns bei dir, dass du Zeit für uns gefunden hast, dich dazuzuschalten und direkt als einer der wichtigen Personen von der Eurex und langjährigen Mitarbeiter von der Eurex da eben uns aus erster Hand Infos zu geben. Das ist auch ganz wichtig, dass wir quasi einen Geburtshelfer, ne, des neuen Mikro-DAX mit am Mikrofon hatten heute. Und auch ich freue mich, Enzo, auf den 18. Juni. 18. Juni können alle, die heute zuhören, auch schon mal drüber nachdenken, ob sie da Zeit finden. Das ist ein Freitag, da geht es dann von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr abends in einer siebenstündigen, quasi durchgehenden Online-Webinar-Veranstaltung um viele Themen rund ums Trading. Und eine Stunde davon, Enzo, hören wir dich und deinen Kollegen Achim von der Eurex. Und da bist du uns mit Sicherheit, da bin ich auch gespannt, mal aktuelle Zahlen. Da gucken wir mal, wie der Mikro-DAX sich dann bis dahin geschlagen hat. Ne? Wird ja dann spannend zu sehen. Genau, ich bin überzeugt, dass der ebenfalls auch viel Volumen haben wird, wie der Mini-DAX, der hatte zu Beginn auch praktisch wenig Volumen und dann ist er angestiegen. Und jetzt hat er 50.000 Kontrakte gehandelt, wie auch der große DAX. Und da bin ich überzeugt, dass der Mikro-DAX nicht lange auf sich warten lässt. Ja, das ist auch die Befürchtung, die viele damals beim Mini-DAX gehabt haben. Ne? Kann der dem großen DAX das Wasser reichen? Braucht man den überhaupt? Ne? Klar, gab viele Anfragen, viele kleine Future-Trader wollten ein Instrument, was handelbar ist für sie, weil ein Abstand, ne, wie damals ging es ja noch um Tick-Werte von halben Punkten. Gut, da konnte man noch Verlust auf 12,5 Punkte begrenzen. Aber mittlerweile beim großen DAX hast du dann mindestens 25. Und das ist natürlich schon für jemand, der sagt, ich will 100 Euro pro Trade riskieren. Ein Stop beim DAX auf 4 Punkte zu setzen, ist quasi sinnlos. Ne? Gibst du mir wahrscheinlich recht. Ja, das Schöne, gut, dass du das nochmals ansprichst. Das Schöne ist ja, der sollte dann auf den Mini-DAX wechseln. Dort hat er ja dann mit einem Tick nur 5. Oder genau. Im Mikro hat er mit einem Tick nur 1. Richtig, ja. Also da kann er dann schön für sich das richtige Produkt finden. Ja. Erklär mir vielleicht auch noch, warum ihr oder wie ihr zu dem Schluss gekommen seid oder warum brauchte es jetzt den Mikro-DAX noch nach der Geburt, sagen wir mal, vor ein paar Jahren erstes Mini-DAX, der ja schon recht klein ist. Warum musste es noch einen kleineren Kontrakt geben überhaupt? Besten Dank. Ja, das ist eine gute Frage. Oder? Also wenn wir jetzt vergleichen, wir haben ja den Mini-DAX, der ist jetzt irgendwo etwa 75.000 Euro wert. Und wenn wir da den Euro-Stocks anschauen, der ist 40.000 Euro wert und der Euro-Stocks ist ja der große Euro-Stocks. Wir haben jetzt ja auch hier den Mikro gebracht. Da war natürlich die Nachfrage groß, wo man gesagt hat, ja, ihr nennt den zwar Mini, aber eigentlich ist das ein großer. Bitte bringt doch etwas, der wirklich Mini ist und deshalb ist das jetzt neu der Mikro-DAX. Eben 15.300 Euro bei euch mit einer Marge, Initial Margin von 500 oder 1.500 Euro handelbar. Das war eine große Nachfrage, deshalb haben wir den gebracht. Super, ja, ich bin auch ganz gespannt, wie er sich schlagen wird, jetzt im Konzert der Großen oder Mittleren. Ich meine, die Amerikaner haben da ja schon mit Mikros schon seit längerer Zeit ein bisschen vorgelegt, aber ich bin froh, dass wir jetzt auch hier in der Eurex und in Deutschland und für europäische Kunden einfach eine größere Angebotspalette einfach haben, ne, gegliedert. Groß, Mittel oder Mini und Mikro und da kann sich jeder eben für sein Portfolio, für seinen Kontostand das Richtige aussuchen. Ne?
Klar, wenn jemand 100.000 hat, der wird nicht im Mikro handeln, der geht dann eher auf den FDAX. Aber es wollen ja auch eben Leute herangeführt werden an den Future-Handel, die nicht so viel Geld haben. Ich hatte es ja genannt, man kann mit 2.500 Euro bei uns ein Future-Konto starten und ja, damit kann man keinen FDAX handeln. Gerade mal so ein Mini-DAX, obwohl nicht, ich glaube, die Marge bei uns ist schon gerade 2,6 für den Mini. Das heißt, Sie können noch nicht mal Mini handeln, müssten also rein theoretisch auch schon auf die Mikros gehen. Sie sehen Sie, wie groß doch die Margen schon sind, selbst von Mini. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt einen Mikro-DAX haben, Enzo. Ja, Enzo, jetzt gucken wir mal, gibt es noch Fragen? Ich glaube, es gab einige, die wurden aber mittlerweile beantwortet. Wie ist mit der Liquidität beim Mikro? Wie wird es damit ausschauen? Wie viel ist die Margin? Hast du beantwortet? Natürlich ist die Liquidität im Moment noch nicht so hoch. Die Margin haben wir genannt. Wie ist das Kürzel vom Mikro DAX Future? Kennst du das auswendig? Das zeige ich gleich nochmals. Haben wir Hier. eben, stand eben irgendwo, ja, da ist es ja. FDXS. FDX, FDXS, genau. Okay, FDAX haben wir. Und der Mini heißt FDXM, ne? Ja. Genau. Und jetzt haben wir FDXS für Small wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Genau so ist es. Wollte Man gerade sagen. konnte ja nicht nochmal ein M nehmen, weil da haben wir ja schon den Mini. Man hätte ihn ja auch eigentlich, ihr hättet ja auch eigentlich mal ein bisschen an uns denken können und den Nano DAX nennen können, oder? In Anlehnung an den Nanotrader. Ich werde das mal so weiterleiten. Weißt du, wir haben ja noch andere Broker und die hätten dann Ja, wahrscheinlich klar. weniger Freude gehabt. Aber ja, ich habe euren Nanotrader schon gesehen, der ist ja die Spitze. Ja. Na, der Nano ist ja, glaube ich, nochmal eine Stufe unter Mikro, auch mathematisch gesehen. Ne? Da müsste man dann 0,1er haben. Aber ich glaube, so weit geht er dann doch nicht. Ne? Auch nicht in den nächsten Jahren. Ne? Dann 10 Also Cent wir DAX schauen. rauszubringen. Genau, wir schauen jetzt erstmal, wie der Mikro läuft und nie, sag niemals nie. Also ich weiß nicht, ob wir dann in 3 Jahren mit dem Nano kommen. Aber Okay, aber wenn, dann bitte Nano nennen. jetzt lassen wir mal den Mikro Okay. starten und schauen, dass da alle bereit sind. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir dann am 18. Juni sagen können, hey, schau mal, in 1,5 Monaten ist da schon ein sehr gutes Volumen drin. Das wäre prima, ja. Was haben wir noch eine Frage zur Nachschusspflicht? Geht wahrscheinlich eher an mich, aber ja, generell, der Enzo hat es ja auch schon gesagt, also wenn Sie auf die Marge gerechnet, wenn so ein Kontrakt 1, 2% am Tag verliert, verlieren Sie aber 15 bis 20% aufgrund eben, man muss das ja immer sehen, dass man eben nur einen kleinen Teil bezahlt. Das ist ein Margengeschäft. Und natürlich kann man da auch mit einem kleinen Konto, wenn zum Beispiel der Kontrakt jetzt mal 5 bis 8% fällt, sowas haben wir alles gesehen schon letzten März an einem Tag, dann kann man natürlich da auch ein Konto platt machen in einem Tag mit einem Trade, natürlich, wenn man nicht abgesichert ist. Und wenn Sie in der Nachschusspflicht landen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dann ist es eben so, dass Sie das auch ausgleichen müssen. Ne? Man kann theoretisch im Future-Bereich mit einem negativen Debit dastehen. Selbst da ist es manchmal nicht möglich, dass Risk-Systeme so schnell reagieren können. Vor allem, wenn es über Nacht ist, wenn es dann ein Opening Gap gibt, was dann noch tiefer ist als da, wo Sie eigentlich, wenn Sie abends noch drin waren, noch die genügende Marge hatten oder auch das Konto noch genügend Liquidität aufzeigte. Können Sie mit dem Gap Down zum Beispiel, wenn Sie long sind, oder Gap Up, wenn Sie short sind, am nächsten Morgen mit einem negativen Debit aufwachen? Ergo muss WH Self Invest die Position liquidieren und Sie sind nachschusspflichtig. Das kann Ihnen leider passieren, Future Handel. Das ist einer der Risiken, die man nicht ausschalten kann. Darauf müssen Sie sich einlassen, wenn Sie Futures Handel machen. Und deswegen auch die Bitte schon vom Enzo und auch von mir nochmal: Handeln Sie immer abgesichert, setzen Sie Stops. Ja, machen Sie, wenn es geht, wenn Sie sich nicht sicher sind, nur Intraday-Geschäfte. Deswegen zum Beispiel WH Self Invest nimmt ja auch Overnight Margin, die Börsenmargin, und wir geben Ihnen ja als Intraday-Margin immer nur ein Drittel davon. Das heißt, da verlangen wir ja schon, dass der Kunde weit mehr Cash auf dem Konto hat, als er braucht für die Position. Das ist ja schon mal von uns eine Absicherung. Und natürlich haben wir ein Risk Management, aber wir können nicht jeden Case ausschließen. Das heißt, Sie müssen sich über die Risiken auch ein bisschen bewusst werden. Das finde So. ich einen guten Abschluss, Marc, oder? Weil die 1500 Euro, wenn man das jetzt schaut, der DAX ist jetzt bei 15.000, gibt das eigentlich über Nacht so eine, ich sage jetzt, Risikoabdeckung von 10%. Was gut ist, aber wenn natürlich der DAX 15% sinkt, ja, dann haben Sie sogar
eben mehr als diese 1500 verloren. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ihr Risiko ist dann logischerweise 14.000 respektive jetzt 15.300, wenn Sie kaufen. Und wenn Sie verkaufen, gut, geht es nicht über Nacht von 15.300 auf 100.000, aber einfach, dass Sie sich dessen bewusst sind. Okay, prima. Super, ja. Wir kriegen schon Dankesagungen und Enzo, ich glaube, wir haben es soweit und nochmal vielen Dank an dich, dass du standest jetzt für die halbe Stunde insgesamt. Und wir hören uns dann spätestens am 18.06. wieder. Und danke für dein Kommen heute, Enzo, und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich habe zu danken. Besten Dank und auf Wiederhören. Danke, Enzo. Ciao. Tschüss, Marc. So, und wir, da die Fragen auch hier nicht weitergehen, wenn Sie noch Fragen haben, liebe Zuschauer, schreiben Sie mir, schicken Sie uns die Fragen und wir beantragen oder beantworten die gerne im Nachgang. Ansonsten verabschiede ich mich auch an dieser Stelle und wünsche Ihnen allen einen schönen Feierabend und bis bald.